J.J. Abrams Star Trek Into Darkness erscheint in Deutschland neben den Standard-Editionen auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D auch in satten 3 limitierten Editionen. Die beste davon gibt's exklusiv bei Amazon.de. Da bekommt man den Film im Steelbook mit Blu-ray 3D, Blu-ray und DVD und außerdem dazu noch einen Nachbau des Phaser aus dem Film. Das Steelbook ohne Phaser gibt's exklusiv bei Mediamarkt und nur bei Müller bekommt man ein Single-Disc-Steelbook nur mit der Standard Blu-ray und einem alternativen Cover-Artwork. In England bietet Paramount ebenfalls 3 verschiedene Limited Editions des Films, das Steelbook sowie die Figur-Edition. Dort allerdings nicht mit dem Phaser, sondern mit einem Nachbau des Villain Ship, gibt's exklusiv bei Entertainment Store und Amazon UK bekommt den britischen Counterpart des Müller Steelbooks, einen Single Disc Release mit Benedict Cumberbatch auf dem Frontcover und genau das Steelbook zeige ich euch im heutigen Video. Wie bei aktuellen Paramount Steelbooks üblich, gibt es auch hier einen kleinen blauen Blu-ray-Banner, der auf das Frontcover an 2 Punkten geklebt wurde. Entfernen wir die einmal, damit wir uns das ganze Frontcover ansehen können, das meiner Meinung nach hervorragend gearbeitet wurde, da es für mich die, kann man sagen, 3 wichtigsten Aspekte für ein Steelbook-Design enthält. A. Das Cover ist geprägt. B. Das Design ist matt. Und C, ein großer Teil des Steelbook-Designs nützt den metallischen Look. Ein Steelbook-Cover, das diese 3 Elemente enthält, ist für mich automatisch absolut großartig. Und so ist auch das Steelbook-Design von Star Trek Into Darkness wirklich überzeugend. Wir sehen im Hintergrund eine der bekanntesten und besten Szenen aus dem Film. Das abstürzende Raumschiff und die zerstörte Stadt, wobei eben vor allem der Himmel sowie teilweise das Feuer und auch andere Bildelemente sich den metallischen Schimmer zu nutzen machen und im Vordergrund sehen wir Benedict Cumberbatch als großartigen Bösewicht des Films. Sowohl der Filmtitel als auch Cumberbatch wurden außerdem geprägt. Auf der Rückseite des Steelbooks bekommen wir, ebenfalls typisch für Paramount, die technischen Details, die Inhaltsangabe und sonstige Informationen zu diesem Blu-ray-Release auf einem Stück Pappe, das nur am Steelbook angeklebt wurde. Ein wichtiger Hinweis gleich an der Stelle, die britische Blu-ray des Films bietet weder deutschen Ton noch deutsche Untertitel. Auch auf dem Backcover wurde dieses Pappteil mit 2 Klebepunkten befestigt, die sich allerdings zumindest bei mir sehr leicht entfernen lassen und den Blick auf das eigentliche Backcover-Artwork des Steelbooks freigeben. Da sehen wir den gefesselten Benedict Cumberbatch und an einigen Stellen, wie vor allem bei den metallischen Handschellen, sehr gut gearbeiteten metallischen Steelbook-Effekt. Auch wenn dieses Backcover-Artwork relativ schlicht und überwiegend schwarz ist, passt es, finde ich, dann doch relativ gut zu dem Film und sieht einfach nur gut aus. Öffnen wir das Steelbook, bekommen wir auf der linken Seite den Code für die Digital Copy des Films und finden auf der rechten Seite die Blu-ray Disc, die, wie ebenfalls üblich für Paramount, nicht wirklich gestaltet wurde, sondern lediglich Informationen und den Filmtitel auf matter Oberfläche enthält. Das Innendesign des Steelbooks zeigt Benedict Cumberbatch in seiner Zelle auf der Enterprise mit der irgendwie interessanten Neuinterpretation von HAL 9000 im Hintergrund. Das Steelbook-Innendesign ist hochglanzlackiert und lässt keinen metallischen Schimmereffekt zu, macht aber insgesamt trotzdem, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck. Ich persönlich bin mit der britischen Amazon UK Steelbook-Auflage von Star Trek Into Darkness sehr zufrieden. Das Artwork, vor allem das Frontcover, gefällt mir sehr, sehr gut und die Tatsache, dass man den Film in einer solchen Steelbook-Auflage bereits deutlich vor dem deutschen Release bekommen kann, ist für einige Sammler sicher eine coole Sache. Das Steelbook war kurz vor seinem Release bei Amazon UK ausverkauft, kann allerdings zum Zeitpunkt dieses Videos wieder bestellt werden.
Bemerkenswert ist allerdings für einige wahrscheinlich nur, dass das Steelbook keinen deutschen Ton enthält. Wer auf diesen Wert legt, sollte einem dieses Design gefallen, auf das deutsche Müller-Steelbook warten, das von der Aufmachung her höchstwahrscheinlich komplett dieser britischen Auflage entsprechen wird. Ich werde mir höchstwahrscheinlich die deutsche Phaser-Edition ebenfalls noch zulegen, je nachdem, wie gut der Phaser letztendlich gearbeitet wird und wie es hier mit der Exklusivität aussieht. Wer allerdings nur ein normales Single-Disc-Steelbook zu dem Film braucht und nicht notwendig einen deutschen Ton auf der Blu-ray hat, muss, der kann bei dieser britischen Auflage bedenkenlos zuschlagen. Optisch ist das Teil wirklich cool gemacht und der Film ist es sowieso auf jeden Fall wert, gesehen zu werden.